Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine Lieben. Und zwar sind wir heute bei der 10. Folge Euro Truck Simulator. Und ja, das wird auch die letzte Folge vorerst bleiben. Ich habe heute vor, nach München zu fahren. Also wir werden bestimmt einen Auftrag finden nach München. Und dann mal gucken, vielleicht, dass wir unsere Werkstatt nochmal ausbauen, dass ich es jetzt noch rauskriege. Und ja, dann vielleicht nochmal jemanden einstellen oder so, weil Geld haben wir ja noch. Und ja, gucken wir mal, was wir alles haben. Es wird kein Ding wirklich nach München geben. Ich meine, ich könnte probieren, dass wir so hinkommen nach München. Mal gucken, ob wir das in der Weltkarte zusammenkriegen. Dann fahren wir nämlich so hin. Und zwar fahren wir jetzt. Hier sind wir. Fahren wir jetzt hier links rum, hier die Straße entlang, auf die A1. Die A1 immer entlang, bis wir auf A8, 99, und dann müssen wir vorne links, wo es nach München reingeht. Mal gucken, ob wir das schaffen, dass wir das so hinkriegen, wie ich mir das wünsche. So, wir versuchen jetzt ohne Navigationssystem wirklich nach München zu finden. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Na, da, ach so, der will da rein. Ich fahre die nächste rauf. Na, ja, mein Husten ist schon viel besser geworden, ist fast weg. Gott sei Dank. Und ja. Natürlich versuchen wir das nicht wieder ohne Unfall zu machen. Zu schaffen. Wir sind jetzt auf der Autobahn die nächsten. Ich denke mal, 4 Stunden wird das sein. Ja, nicht normal, glaube ich. Sind wir circa 3,5 Stunden, 3 Stunden sind wir unterwegs. So circa. Gut, jetzt darauf. Dann auf die Autobahn. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Ich wollte gucken, was das ist. Transinet. Okay, wir müssen dann links. Und dann hoffen, dass wir die richtige Auffahrt erwischen. Denn wie gesagt, es zeigt uns keine Auffahrten an, die wir fahren müssen. Und wir haben kein Navi angeschaltet. Jetzt hoffe ich mal, dass das so klappt, wie wir uns das wünschen. Ich meine, es ist jetzt eine Leerfahrt, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Vor allen Dingen, unser LKW ist stark und schnell und hängt nicht mehr so hinterher und okay, jetzt müssen wir gucken. Ah, München steht ausgeschrieben. Okay, München, geradeaus durch.
müssen auch wirklich auf die Schilder achten, weil das könnte sonst ein bisschen doof ausgehen, wenn wir nicht aufpassen. Gas geben. Dann hier wieder 40. Schon wegen Gas geben. Ja, ist ja gut. Es ist wirklich komplett ungewohnt und auch die Fahreigenschaft ist total anders, wenn ich keinen Anhänger dran habe. Das ist richtig komisch. Da haben wir ja auch spritsparendes Fahren geskillt haben, ist das jetzt kein Problem, dass wir jetzt extra fahren. Das ist jetzt wurscht eigentlich. Da mochte ich nichts aus. Gleich im Anschluss dieser Aufnahme werde ich gleich für die nächste, also was halt danach kommt, vorbereiten und aufnehmen. Aber ich sag nur eins, es wird auch wieder ein Simulator sein, eine Simulation. Aber ich sage euch noch nicht, was. Ich hoffe, das gefällt euch natürlich. Ja, wie gesagt, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, kann ich mich und meine Videos natürlich verbessern. Doch dafür müsst ihr auch wirklich in die Kommentare schreiben. Es gibt viele Leute, die gefällt mir drücken oder die Videos zwar komplett anschauen, aber es sind einfach zu wenige, die kommentieren. Das ist ein bisschen schade, weil ne, Moment. Weil ein Kommentar ist ja halt ein Feedback einfach, wie ich was verbessern kann. Und ich will mich ja verbessern. Ich will mich ja so verbessern, dass es euch passt. Mir macht's Spaß. Also, ich zock ja gern. Ich zock leidenschaftlich gern. Und mir geht's halt bloß darum, dass ihr mit mir zusammen gerne zockt. Nicht nur einfach zuguckt und denkt, oh Gott, mach doch das oder mach jetzt jenes und warum machst du jetzt das, warum hast du das nicht gemacht und schreibt mir sowas einfach in die Kommentare oder auch über was ihr euch geärgert habt. Ich habe letztens eine Privatnachricht, war das, glaube ich. Nee, es war ein Kommentar, habe ich gelesen. Ja, warum der Sound so leise wäre oder beziehungsweise Ingame-Sound aus ist. Gut, seitdem habe ich jetzt den Ingame-Sound etwas hochgedreht. Ist kein Problem. Man muss das bloß mir sagen, was euch halt stört. Schreibt einfach, ich beiß nicht. Eigentlich. Also eigentlich nicht. Keine Angst vor mir. Ich bin nicht böse. Ich bin ganz gut. Hallo, bin noch ganz kurz Mädel. Wir gehen mal hier auf die Spur. Bisschen weiter auf die Spur. Trotzdem gucken, wo unser. Das ist nicht uns, oder? Das ist nicht unser. Über die Ampel springen. Hui. Hey, komm schon! Hallo! Ich bin stehen geblieben auf der Ampel. Oh Mann! Ach, scheiße. Egal.
Was ist das überhaupt? Carrefour. Okay. Auch eine Firma? Ich glaube, da hinten kommt unsere. Ganz geradeaus durch. Ja, da hätten wir auch rechts rumfahren können. Na, siehste, egal. Kommt sie hier? Ich glaube, da kommt sie. Hm? Schaut schon danach aus. 1, 2, 3. Ja, das ist sie. Da kann man blinken. Und ja, heim. Ja. Hui. Wo man reinkommt. Na, komm schon. So. Yay, cool. So. Unser John macht Pause. Cool. Vielleicht noch Vollfett aufrüsten und so. Mal gucken, was man machen könnte. Sind zwar noch nicht so weit aufgestiegen, aber mal gucken. Was wir machen können. Werkstatt kommt ja gleich. Alter, was ist da los? Bosch hat auf. Der Schwede. Ich schleiche mich jetzt da mal an. Nein, das ist rot. Einer kommt. Sie ist nicht komisch. Ich hub glaub gar nicht. Ich muss mal nachgucken, ob meine Hupe da überhaupt noch so funktioniert. H wie Hupe? Hupe. Guck, funktioniert schon gar nicht mehr. Guck dir das an. Ihr wartet. Oh. Okay, ich quetsch mich hier rein und blink mal darüber. Ey. Gell? Hier irgendwo. Ah, ich hänge auf dem Busch. Okay, ich muss rechts rum dann. ETF. Nein! Was? Oh Gott, mein Herz. Da muss man rein. Da. Und zwar, wir lackieren. Ja, viel ab Level 8. Ja, gut, schade. Aber wir lackieren trotzdem. Und zwar machen wir das untere. Machen wir. Ja.
so Neon. Das untere machen wir blau. Drück ist blau. Oh, es ist stechend. Das ist total eklig, die Farbe. Oh mein, wir machen jetzt voll das Frauenauto draus. Pass auf. Mal so Vollgas. So Barbie Pink und... Yay! Werkstatt! Hauen wir uns noch ein paar PS rein. Das haben wir schon. Oh! Samurai! Oh, das ist cool! Das ist bunt! Das möchte ich haben. Dann haben wir hier was Neues. Oh, lackiert! Auch in Pink. Möchte ich haben. Ey, wir haben neue Reifen. Tank. Okay. Bounced. Was haben wir hier gekriegt? Oh, Samurai. Aber jetzt sind unsere Lichter wieder alle weg. Machen wir einfach, komm. Geben jetzt ein Geld aus. Sonst noch was? Jetzt können wir aber Lichter noch hinmachen. Ne, da unten können wir keine Lichter jetzt hinmachen. Okay. Kommen wir hier oben. Ja gut, da haben wir ja, was ist das? Blinklicht? Ah ja, okay, aber ist cool. Vor allen Dingen die lackierten Teile und so finde ich ganz cool. Das Pinkmobil. Ich glaube es ja, dass ich das echt gemacht habe. Das grüßt schon mal gleich ganz anders hier. So. Das ist nicht rot, scheiße. Hey, ich habe keine Strafe gekriegt. So. Ist eigentlich fast schon alle Autos so lackieren. Was ich jetzt noch mache, werde ich glaube bereuen. Fast schon. Okay, pass auf. Da ja das sowieso das letzte Mal ist, wo wir das spielen. Höchstwahrscheinlich. Okay. Wow. Das ist ja riesig. Schaut das cool aus. Das ist ein Garage, ne? Dabei arbeiten bloß zwei Leute da drin. Boah! Cool! Freu! Ich möchte gerne mal aussteigen und durchlaufen. Ist John? John! Ey, ist das cool, oder? Ich würde gerne wissen, ob wir unsere eigene Lackiererei oder so haben. Oder irgendwann mal kriegen. Ah, das pippt, das knallt richtig hier. Hey, ist das doch cool, oder? Das schaut doch richtig, richtig geil aus.
ist zwar KS plus planenbezogene Halle, aber trotzdem, es reicht. Total grand. Gefällt mir. Cool. So, meine Lieben. Das war's jetzt mit Euro Truck Simulator 2. Es hat Ende zu richtig, richtig viel Spaß gemacht. Weil man dann einfach die Routine drin hatte, wie man eigentlich steuern muss, auf was man achten muss. Klar, hin und wieder hat man einfach einen Unfall gebaut, aber das ist im echten Leben auch so. Ja, also für mich rendiert sich das Spiel nicht wirklich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, das ist mein größter Traum, LKW zu fahren. Aber jetzt haben wir mal da reinguckt in das Leben eines LKW-Fahrers, beziehungsweise eines selbstständigen LKW-Unternehmer. Und hey, es ist eigentlich ganz cool, es ist anstrengend, man muss wirklich immer mit den Zahlen rechnen. Aber das ist echt cool, sowas mal mitzuerleben. Boah, das pinkt, das knallt schon richtig. Also mal richtig, richtig. Kommt auch hinzu. Und ja. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Simulator wieder. Und schreibt mir ganz, ganz fleißig in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.